Dass das Thema Bergschuhe am Berg wichtig ist, ja, das ist irgendwie klar. Vor allem aber kommt es beim Schuh auf die Schuhsohle an. In zwei Videos möchte ich euch heute das Wichtigste für die Praxis erklären. Einmal zum Thema Außensohle und in einem anderen späteren Video dann zum Thema Zwischensohle. Los geht's! Fangen wir also mit der Außensohle an. Das ist die Sohle, die letztlich tatsächlich am Boden aufgesetzt wird und diese kann eigentlich aus ganz unterschiedlichen Materialien hergestellt werden. Beim Bergschuh jedoch sieht man mittlerweile eigentlich ausschließlich Gummi als das Material der Wahl. Der Grund dafür ist recht einfach. Gummi hat einen sehr passenden Schorwert, womit er auf felsigem Untergrund nachgiebig ist und auf weichem Untergrund eine feste und stabile Form beibehält. Moment, was ist Schor? Schor ist die Einheit, in der die Härte eines Materials, genauer gesagt eines Kunststoffs oder eben auch eines Elastomers, angegeben wird. Unterschiedliche Gummiverarbeitungen haben eben auch unterschiedliche Schorwerte, wenn man sie mittels Durometer vergleichen würde. Okay, und was hat das bitte mit meinen Schuhen zu tun? Eigentlich sehr viel, denn hier kommt der Begriff der weichen und harten Gummimischung ins Spiel. Denn Bergschuh ist eben nicht immer gleich Bergschuh. Da gibt es eben mal Schuhe mit sehr weichem Gummi an der Sohle und Schuhe mit sehr hartem Gummi an der Sohle. Und diese unterschiedlichen Härten haben eben auch eine klare Funktion. Der harte Gummi ist unflexibler und unnachgiebiger, der weiche Gummi, wer hätte es gedacht, ist weicher, flexibler und biegsamer. Dazu muss man wissen, dass Gummi eigentlich aber ein großartiger Werkstoff ist, denn er ist relativ schwer klein zu kriegen, zerfällt unter normalen Umständen nicht einfach, sondern ist elastisch. Doch warum braucht es dann auf den Bergschuhen überhaupt unterschiedliche Härtegrade beim Gummi? Das liegt vor allem daran, dass Bergschuhe unterschiedliche Anwendungsgebiete haben sollen. Man kennt es. Eine weiche Gummimischung kommt vor allem bei Schuhen mit dem Ziel maximaler Flexibilität zum Einsatz. Darunter fallen zum Beispiel die Trailrunning-Schuhe, Laufschuhe oder auch Zustiegsschuhe. Härtere Gummimischungen findet man dann oft bei Kategorie C und D Schuhen und bei sehr, sehr robusten Kategorie B Schuhen. Klar ist, dass die harten Gummimischungen dafür verantwortlich sind, dass man in einem Schuh nicht so leicht abrollen kann. Und während man das auf leichten Wanderungen ja eigentlich schon will, ist das bei Hochtouren ganz gut, wenn die Sohle steif ist. Denn nur so können Steigeisen auch tatsächlich gut befestigt werden. Nun gibt's aber ein Problem. Bergsteigen wird immer, naja, ich nenne es mal massentauglicher. Und die Masse, die vielleicht weniger Hintergrundwissen hat, möchte in erster Linie ja gemütlich unterwegs sein, egal auf welchem Terrain sie sich bewegt. Hier kommen jetzt die Hersteller ins Spiel. Die wollen nämlich Umsatz machen und passen sich dementsprechend den Gegebenheiten des Markts an. Und wenn der Markt sagt, ich will auf allen Untergründen weiche, bequeme Schuhe haben, dann wird der Hersteller kaum so blöd sein und sagen, nein, 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 Moment. Deshalb gibt es heute eben auch Hochtourenschuhe mit sehr weicher Sohle, wie zum Beispiel den Scarpa Rebel Tech HD 2.0 oder den La Sportiva Trango Tech bzw. auch den sehr neuen La Sportiva Equilibrium. All diese Schuhe sind sehr weich, bequem und bedingt steigeisenfest. Aber warum ist das ein Problem? Naja, es ist eigentlich gar kein Problem, wenn man als Marke das Thema richtig kommuniziert. Und weil der Hersteller das Thema leider nicht kommunizieren, sondern eben nur auf den Wunsch des Komforts eingehen, ja, bin ich jetzt hier. Weiche Sohlen sind für bedingt steigeisenfeste und steigeisenfeste Schuhe nur bedingt geeignet, weil Steigeisen im Blankeis und im steilen Eis- und Firngelände einen schlechteren Halt am Schuh haben. Nicht selten ist die Sohlenbiegung so stark, dass die Arretierung hinten sich verschieben kann. Das kann in der einen oder anderen Situation natürlich auch gefährlich sein. Und ich weiß, es kommt jetzt gleich wieder, das ist mir noch nie passiert. Und das glaube ich, aber es kann eben passieren. Meiner Partnerin ist es erst neulich wieder mit ihrem Trango Tech passiert. Denn am ehesten passiert dieses Verrutschen eben, wenn ein starker Hebel am Fuß entsteht, sich der Fuß also bewegt, der Schuh nachgibt, aber das Steigeisen eben nicht. Damit ist der Schuh in der absoluten Länge dann nämlich ein paar Millimeter kürzer und lässt so Spiel bei der Steigeisenbefestigung zu. Doch die weiche Sohle hat auch noch ein zweites Problem, was gerade bei Hochtourenschuhen wirklich eine gefährliche Sache ist, nämlich das weiche Gummi selber. Gummi härtet über die Zeit nämlich aus, wird spröde und reißt damit auch etwas leichter. Das ist eine natürliche Alterserscheinung. Nochmal beschleunigen lässt sich dieser Effekt übrigens, wenn man Schuhe stets draußen und in der Sonne lagert. Dann geht das Ganze nämlich nochmal ein Stück schneller. So,
Wird aber ein sehr harter Gummispröde, wird man es in längerer Zeit gar nicht mal anmerken. Denn durch die harte Eigenschaft kommt es auch selten zu starken Zugbewegungen im Gummi. Bei einem weichen Schuh jedoch ist das anders. Dieser hat ständig diese Spannung am Gummi, wenn man den Fuß ordentlich abrollt. Das ist dank weichem Gummi zuerst mal eigentlich kein Problem. Aber wir erinnern uns, Gummis werden spröde und dann rissig. Und was glaubt ihr passiert, wenn man einen rissigen und spröden Gummi öfter mal überdehnt? Richtig, er bricht. Denn die biegsamen und elastischen Eigenschaften von Gummi enden dann, wenn der Gummi alt und spröde wird. Und wenn man das alles jetzt in den Kontext der Hochtouren setzt, naja. Was bedeutet das aber jetzt für die Praxis für deinen Hochtourenschuh? Erstmal keine Panik. Es braucht schon eine Weile, bis ein weicher Gummi so spröde ist, dass er bricht. Aber man sollte eben bedenken, dass ein weicher Gummi unten am Schuh dran eben auch bedeutet, dass die meisten Schuhe nach 2 Jahren mit einem kritischen Auge betrachtet werden sollten. Und da reden wir noch gar nicht von den Zwischensohlen. Oh Gott, die Zwischensohlen. Das wird ein trauriges Thema. Aber das hebe ich mir für ein eigenes Video auf. Je härter und je dicker der Gummi also ist, umso länger wird man ihn in einem einwandfreien oder brauchbaren Zustand am Schuh haben. Im Sinne der Nachhaltigkeit bedeutet das, dass man mit festeren Bergschuhen länger keinen neuen Bergschuh braucht. Vor allem kommt auch noch, um die Köpfe jetzt vollends zum Rauchen zu bringen, die Abnutzung dazu. Denn ein weicherer Gummi ist nicht nur anfälliger für Brüche, wenn er altert, er muss erstmal so alt werden. Denn Steine, Reibung am Fels und Co. sind für einen deutlich weichen Gummi auch deutlich schlimmer. Hier sieht man viel schneller, dass das Profil abgelatscht ist, die Noppen oder Stollen kaputt werden oder sich schlichtweg so abnutzen, dass das Profil einfach immer flacher wird. Kennt man ja im Prinzip auch so von einem Autoreifen. Beim weichen Gummi geht das einfach viel, viel schneller, vor allen Dingen, wenn man ihn viel im felsigen Gelände, also im rauen Terrain benutzt. Da fühlt sich ein weicher Gummi eben nicht sehr lange wohl. Er hält, das ist keine Frage, aber eben nicht ansatzweise so lang wie harte Gummimischungen. Ich habe euch hier jetzt noch eine kleine Grafik gezeichnet, die unglaublich unwissenschaftlich ist, sodass man sie bitte nicht in der nächsten Bachelorarbeit verwenden sollte. Es geht hier jetzt rein um Daten, die aus meinem eigenen Nutzungsverhalten von Schuhen über die Jahre entstanden sind. Ihr seht, dass die Abnutzung des Gummis bei weichem Gummi deutlich schneller geht, die Unbedenklichkeit sich aber in den ersten Jahren nicht wirklich verändert. Nach 2 Jahren waren die Schuhe also hinüber, aber nicht kaputt. Das ist natürlich ein Unterschied. Hingegen waren wenig benutzte Schuhe kaputt, aber die Sohle war eigentlich noch sehr frisch. Und da reden wir jetzt wirklich nur über den Zustand des Gummis und nicht über die Zwischensohlen. Bei hartem Gummi gab es natürlich auch bedenkliche Zeitpunkte, selbst bei wenig Nutzung. Aber das war völlig unabhängig von der Intensität der Nutzung. Die Schlussfolgerung lautet also, dass man bei einem harten Gummi längere Zeit von einer unbedenklichen Nutzung sprechen kann, aber die Nutzungsintensität in dieser Zeit kaum eine Auswirkung auf die Qualität hat. Und übrigens, ja, ich habe mir das wirklich alles über die Jahre aufgeschrieben und notiert. Man hat ja sonst keine Hobbys. Wir merken uns also, ein weicher Gummi an der Sohle hat den Vorteil, dass er biegsam und elastisch ist, den Schuh also deutlich komfortabler macht. Außerdem ist er dünner und damit auch leichter. Die Nachteile sind, dass nach einer gewissen Lebensdauer, so wie bei jedem Gummi, er spröde wird und damit deutlich leichter bricht. Außerdem wird die Abnutzung des Profils deutlich schneller vonstatten gehen, sodass schneller ein neuer Schuh her muss. Womit wir beim letzten Nachteil wären, nämlich, dass diese Gummiqualität bei einem Bergschuh schlichtweg nicht sehr nachhaltig ist, zumindest im Direktvergleich mit einem harten Gummi. Der harte Gummi hat hier also den Vorteil, dass er robuster und langlebiger ist und vor allem deutlich weniger vom Untergrund, also Spitzensteinen, Wurzeln und Co. in seiner Lebensdauer beeinflusst wird. 2 große Nachteile gibt es aber diesbezüglich, nämlich auf der einen Seite das Gewicht und auf der anderen Seite eben die Tatsache, dass das Abrollen und der Komfort durch das steife Material schlichtweg eingeschränkt werden. Meine wichtigste Message am Ende dieser Reise ins Land des Gummis ist aber: Hochtourenschuhe und weicher Gummi sind eine Entwicklung, die alle ganz großartig finden, aber bitte bedenkt, dass die Schuhe damit kurzlebiger, empfindlicher und komplexer in der Handhabung mit Steigeisen werden. Dankeschön. Wenn euch so technische Videos interessieren und gefallen, Daumen hoch, ihr wisst Bescheid, das hilft mir sehr. Außerdem freut es mich natürlich, wenn ihr die Alpen Academy durch einen kleinen Unkostenbeitrag bei der Finanzierung unterstützt. Es ist immer noch ein gemeinnütziges Projekt. In diesem Sinne wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Bergheil!